Dieser mit den Emotionen kann er gar nicht umgehen. Ich spiele mal einmal kurz meinen Klingelton ein. Ich warte, bis Bochum mal ein Tor macht. Aber die machen ja heute kein Tor. Ist das nicht schön? Ja, das ist sehr emotional. Hat der HSV auch so ein Lied? Ja. Stimmt, das ist auch fast von auch einem bekannten Sänger, Lotto King Karl. Lotto King Karl, Hamburg, meine Perle, das ist doch toll. Ja, Blitztabelle. Eddie, kannst du mal die Blitztabelle korrigieren? Frankfurt auf 14. Frankfurt auf 14. Heißt natürlich noch gar nichts, muss man sagen. Frankfurt ist auf 14 gelandet, mit Wolfsburg getauscht. Ne, Wolfsburg ist 13. Wie kommt das denn? Ach, die haben, steht noch 0-0. Ja, die haben Dingens überholt hier, ne? Hast du eigentlich, warum hast du eigentlich so schnell alle Würste aufgegessen? Git. Eintracht vom Main, du musst heute siegen. Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben. Wollt ihr nicht mitmachen, oder was? Abschlussflips sind so eklig. Ich frage mich immer, wer das ist. Das sind aber, wer hat die eigentlich gekauft? Das sind nämlich nicht die Originalen. Niemand. Das sind ekligen. Also, richtige Erdnussflips machen ja süchtig. Du kannst die ganze Zeit erst, du hörst überhaupt nicht mehr auf, aber die sind irgendwie eklig, oder? Die haben einen komischen Nachgeschmack. Ja, die haben, irgendwie so, die haben eigentlich gar keinen Geschmack. Die sind einfach nur. Ja. Einfach nur da. Ey, Stuttgart habe ich auch gedacht, so nach den ersten 5 Spielen, habe ich gedacht, der Armin Fee ist der Erste, der fliegt. Ja. Und jetzt sind sie im DFB-Pokalfinale und auf dem Weg zur Meisterschaft. Oder? So, ich gehe gerne an die Tabelle. Ja, mach mal. Ja, warte, ich mache mir hier mal die Tabelle. Oh, Alter, Hamburg, jetzt geht's los. Hamburg, Bochum, ey. Bochum in Blau, Hamburg so, in Weiß. Das heißt, 37 für die Eintracht. Damit klettern wir bei allen anderen Städten noch unentschieden auf Platz 13, meine Freunde. Ja. 13. Guck mal, jetzt auf einmal wieder an der Tabelle rum. Ja, ne? Was jetzt Spaß macht. Nee, ist nicht ganz korrekt, Eddie. Doch. Nee, Platz 14 ist es, ne? Nee, 13. Nee, Platz 14. Ja, schlechtes Torverhältnis gegenüber Wolfsburg, ne? Ja, Wolfsburg hat aber einen Punkt weniger, du Hopp. Nee, die haben, steht ja unentschieden bei denen. Die haben also auch einen Punkt mehr. Ist ja eine Blitztabelle, also. Ja. Alter, das funktioniert jetzt! Also Platz 14, bitte. Alter, es geht. Bochum dringt einen Strafraum ein. Was wollen die denn da? Ey, die Tabelle regt mich so auf. Was soll denn das? Ja, Bochum schnürt Hamburg deine eigene Hälfte ein. Will jemand ein, oh ja, ich muss diese Scheiße nicht mehr essen. Eine Großtafel. Das ist großzügig, ne? Wo Frankfurt führt. Ja. Aber ich glaube, die kriegen noch 2 bis 3, die Eintracht. Spielt der Streit eigentlich jetzt? Hab ich gefragt. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Guck mal, die Bochum-Fans singen wieder 1-1 ihre Lieder. Ja. Ihre 2. Alles außer Bochum ist scheiße. Das gibt's in Frankfurt auch. Oh, da wird kombiniert. Und da ist der Gegner schon frei. Abseits. Ja, sonst wär's jetzt 1-0, ne? Ist klar. Ja, klar. Ist er, aber der Gegner ist der geilste Typ der Welt. Der sieht aus wie Leonidas. Ja. Naja. Der ist auch so mächtig. Ey, der Gegner muss ich erst noch beweisen. So. Der muss nächste Saison in Leverkusen muss der erst. Der Typ hat 19 Buden in 25 Spielen gemacht. Ja, in Bochum, weil alle. Weil ja, als wenn es in Bochum einfacher wäre. Ja, weil das komplette Spiel auf ihn ausgelegt ist. Ja, wenn das komplette Spiel in Bochum auf dich ausgelegt wäre, hättest du 19 Saisontore gemacht? Ey, wir reden, das ist doch Quatsch. Aber der muss sich erstmal bei einem anderen Verein beweisen, wo sie nicht sein System spielen. Der Podolski in Köln haben alle nur für Podolski gespielt. Und bei Bayern ist er einer von vielen und siehst ja, wie das für den läuft. So. Hm. Nicht gut, der Gegner ist natürlich auch eine ganze Klasse besser als der Podolski. Wer hätte ja Leverkusen, wenn die Saison vorbei ist und er nicht mehr unterschätzt wird und nicht schön hart rangenommen wird? Ich weiß gar nicht, was der Degen, ey, das ist auch eine Pflaume. Das ist geil, ich kann endlich mal über alle lästern. Ja. Der ist auch Pflaume, kann auch gar nichts. Ey, Don hat nur einen coolen Spieler, ist der frei. Ja, der hat Probleme mit 27. Hä? Der Smolarek, der irgendwas mit der Hüfte so. Ist meiner Meinung nach auch sehr überbewertet. Der kann gar nicht, der Smolarek. Ne, hat ja auch nie einer behauptet. Der ist ja auch. Der ist übrigens auch immer wieder bei der Eintracht im Gespräch, kein Scheiß. Ja? Mhm. Naja, mit dem Takahara hat es ja auch funktioniert. Mhm. Kommen wir Frankfurter Tore. Naja, aber ein Smolarek, das ist so der neue Furtok. Ja, aber da habt ihr eine Tradition mit den Polen. Glückliche Hände gehabt, so. Mhm. Oder nicht? Oh. Maurizio Gaudino war ja auch einer. Ja. Maurizio Gaudino. Der berühmte Pole Maurizio Gaudino.
Vor allem ist der Fußballmillionär und muss sich dann noch 20.000 Euro durch Autoschieberei verdienen und sich schnappen lassen. Nein, ihr versteht es nicht, ihr kommt nicht aus Frankfurt. Ja. Naja, schon. Da ist so hartes Pflaster, dass man Fußballmillionär ist. Irgendwelche krummen Dinger muss man noch drehen. Guck mal, was bei Wikipedia über Maurizio Gaudino steht, das würde mich mal interessieren. Maurizio Gaudino, gefürchtet auch. Guck mal lieber bei Autoscout 24, was über Maurizio Gaudino steht. Ey, die Gladbacher, ne? Autohaus Gaudino. Oh, 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 oh. Guck mal. Oh. Die machen ja, die Bayern Tor. Sind so scheiße, ey. Die kriegen gar nichts. Die werden scheiße. Auch nur durchgewatscht, ne? So. Der Funke, Der Kev. War auch eine geile Frisur. Der Funke, egal wie beschissen Eintracht gespielt, der lässt sich zu Hause 4-1 von Bochum abfertigen, verliert gegen Cottbus, gegen Nürnberg. Funkel immer so, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, die haben alles gegeben, die haben gekämpft. So, weißt du, wenn er den Bayern, Vorwurf macht, haut der Strahl ihn um. Das ist schlimm. Beim Bayern, ja, die spielen 1-1 oder so und sofort so, die Mannschaft muss ausgetauscht werden, keiner von diesen Spielern kriegt einen neuen Vertrag und alle Häuser werden gekündigt und Podolski muss sich die Haare schneiden lassen, was weiß ich alles. Unglaublich. Na ja, gut, aber gegen Bochum kann man zu Hause auch mal 4-1 verlieren. Ich meine. Ach Gott, ey. Die sind aber stark, auswärts vor allem. Hier, Maurizio Gaudino ist ehemaliger Fußballspieler. In der Fußball-Bundesliga war er in 294 Spielen für Waldhof Mannheim, den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum aktiv. Und im VfB wurde er deutscher Meister, 92. Ey, sollen wir mal so eine Trash-Elf aller Zeiten machen? Den geilsten Vollversagern. Ja. 1994 machte der Nationalspieler Schlagzeilen, als er zusammen mit Anthony Yeboah und JJ Okocha ein Sonderling bei Jupp Heynckes und das anschließende Bundesligaspiel verweigerte, was die Suspendierung von Yeboah und Gaudino zur Folge hatte. Tja. Ja, Gaudino wäre auf jeden Fall in der Trash-Elf aller Zeiten. Auf jeden Fall fangen wir hinten an. Im Tor sage ich Cherchesov. Eigentlich könnte man fast schon den Piplitzer reinsetzen. Piplitzer. Aber der ist noch aktiv, deswegen ist es blöd. Cherchesov. Ja, eigentlich auch so wenn total, wenn man so eine Trash-App mit, die waren zwar gut, aber auch so totale Knaller, so Uli Stein oder sowas. Ja, Uli Stein war eine Granate. Ja, der war auch mal Nationalspieler und so. Ja, Uli Stein war eine Granate, ist aus der deutschen Nationalmannschaft geflogen, weil er Franz Beckenbauer Suppenkasper genannt hat. Ja. Eigentlich geiler Typ, ne? Aber gut, aber da war er eh nicht Nummer 1, so. Da war er ja beleidigt, weil er nur Nummer 2 war. Hinter Tobi Schumacher. Hinter Ilgner. Nee, das war damals Ilgner, das war mit Köpke. Oder Eike Immel. War Immel nicht Dritter? Ich meine, es wäre Ilgner gewesen. Nee, irgendwann war später. Oder? Ich habe auch Toni Schumacher. Morgen können wir mit Italien noch. Das war 86 oder so. Oder bei der Europameisterschaft 88? Nee, 86 war das. 94 war ja ganz klar, war Ilgner im Tor. Ja. Und auf der Bank saß Köpke, glaube ich. Genau, das war die fahle Entscheidung. Wieso sind doch Weltmeister geworden? Nee. 90? Ach so, ich war gerade bei 94. Da war nämlich Ilgner auch vor Köpke. 94 war Ilgner auch vor Köpke. Ilgner nicht so berauschend gehalten. Nee. Eigentlich waren die alle scheiße, 94. Uli Stein feiert ein kurzes Comeback in der Oberliga, als er im Alter von 49 Jahren für einige Spiele beim VfB Fichte Bielefeld aushalf. Ich habe auch mal gegen gespielt, gegen VfB Fichte Bielefeld. Ja? Ja. Im berühmten Stadion an der... Fichte, genau. In Bielefeld. Ist da jetzt gerade was passiert hier? Warum zeigen die Bayern? Da ist ein Tor. Genau, Bayern hat 1-0 gemacht. 1-0 für Bayern. Hab ich jetzt auch. Wieso machen die Bayern denn ein Tor? Der Makai oder was? Das würde mich immer interessieren, weil wir wollen ja nicht alles kaufen. Die wollen jetzt den Luca Toni kaufen, den Klose wollen sie nächstes Jahr kaufen. Und Dortmund. Oh, Dortmund führt. Das ist ja erfreulich. Das Bayern-Tor haben sie nicht mal gezeigt, oder? Das ist auch gut für Frankfurt, ne? Wenn Wolfsburg verliert. Das ist mal direkt. Das könnte aber nicht wahr sein. Was dafür Versager Tore. Man kommt da jetzt erst. Ey, wie geil das wäre, wenn Wolfsburg absteigt. Da hätte ich auch nichts gegen. Ja, ich steige nicht ab. Aber hat der Smolarek ein Tor gemacht, oder was? Und gleich macht der Valdez auch noch eins, oder wie? Unglaublich, ja. Der Typ kann eigentlich gar nichts. Oh. Eben noch drüber gelästert. Sollten wir, über wen können wir nochmal lästern? Lästern wir mal über Van der Vaart. Der kann auch nichts. Schmeckt euch das Gigabier. Ist eigentlich ganz lecker. Kannst du eigentlich nochmal eins holen gehen, ne? Ja. Kann ich machen. Ja, wir waren bei der Trash-Elf, ne? Wen können wir
ja. in die Viererkette hinten. Oder Libero Lothar Matthäus müsste eigentlich. Ja. Wir reden hier von Trash, von All-Time-Legends. Wir können ja nicht von All-Time-Trash. Wir können ja nicht gegen, was kann man denn gegen